Guten Tag, liebe Studierende. Heute werden wir vom fetalen Kreislauf und von der Umstellung bei der Geburt sprechen. Und am Ende der Stunde werden wir eine kurze Wiederholung der Herzentwicklung machen. So, die sind hier Ultraschallen-Doppler-Aufnahmen. Damit wird Blutkreislauf auch im Fötus untersucht sein. Das ist sehr gut, weil man kann im Voraus die Fehlbildungen diagnostizieren und beim Geburt die Ärzte können schon damit rechnen. Aber was ist der fetale Kreislauf? So, zum Ersten Herzfrequenz im Fötus, das ist zwischen 120 und 160 pro Minute. Und wenn wir vom Kreislauf sprechen, dann wir müssen natürlich einen Kreis machen davon. Und jetzt beginnen wir das mit der Plazenta. Zur Plazenta fließt das sauerstoffarme Blut durch den zwei Arteriae umbilicaris hin. Diese Arteriae umbilicaris, sie haben auch im Seziersaal, jetzt nur am Internet, gesehen, die sind Äste am Ende von der Arteria iliaca interna. So, das Blut fließt hin, wird hier kapillarisiert sein in den Zotten der Plazenta, wird Sauerstoff und Nährstoffe aufnehmen und fließt durch die ein einzige Vena umbilicalis zurück zu Fötus. Natürlich, das wird durch Nabelring durchtreten und dann wird zu Ligamentum teres hepatis eingebettet sein und viel fließt in Richtung Leber. Hier hat das Blut zwei Möglichkeiten. Einmal teilweise, dass wir durch den Sinusoiden durchfließen und wir wissen, dass diese Sinusoiden am Ende, die werden zu Vena Hepatice gesammelt sein und diese Vena Hepatice, die werden zu Vena Cava Inferior einmünden. Diese sind hier an diesem Bild nicht abgebildet. Aber die andere Möglichkeit ist, das fließt um die Leber herum, durch den Ductus venosus aranci und wird direkt zu inferior vena cava einmünden. Dieser Ductus venosus aranci, das ist in einer der Gruben von Leber an der viszeralen Seite eingebettet, genau dort, wo auch das Ligamentum hepatogastricum die Leber erreicht. So, nun, jetzt haben wir echt sauerstoffarmes Blut von der Vena Cava Inferior und das wird hier mit dem Blut von der Vena Umbilicalis, was dann sauerstoffreiches Blut mit Nährstoffen erreicht, gemischt sein. So, das ist schon nicht komplett oxygenisiert. Dieses Blut wird durch die Vena Cava Inferior zu rechten Vorhof einfließen. Zu rechten Vorhof wird auch aber auch eine andere Vene einmünden, die Vena Cava Superior. Das wird auch sauerstoffarmes Blut tragen. Die zwei Blutströme, die werden nicht komplett miteinander gemischt sein. So, das Blut, was von Vena Cava Inferior kommt, wird durch die Klappe von Vena Cava Inferior in Richtung Foramen Ovale gerichtet sein und fließt zum größten Teil zu linken Vorhof über. Und das Blut, was von Vena Cava Superior kommt, wird zum größten Teil zur rechten Kammer hinfließen. Vom rechten Kammer, das Blut wird durch Truncus pulmonaris ausfließen, aber Widerstand der Lunge ist sehr groß, so das Blut wird durch diesen Kurzschluss zwischen Truncus pulmonaris und Aorta zu Aorta durchfließen, das ist hier der Ductus arteriosus botali. Was passiert mit dem Blut, was im linken Vorhof ist, das wird zur linken Kammer hinfließen und von linken Kammer, das fließt zu Aortenbogen hin. Von Aortenbogen, relativ sauerstoffreiches Blut, wird zu den großen Arterien vom Aortenbogen hinfließen. Die sind der Truncus brachiocephalicus, Arteria carotis communis sinistra und Arteria subclavia sinistra. Aber wie wir schon das gesagt haben, bei diesem Punkt, es wird wieder mit dem Blut von rechten Kammer gemischt sein. So zu deszendierende Aorta, Aorta thoracica, Aorta abdominalis, wird schon immer mehr sauerstoffarmes Blut und nährstoffarmes Blut weiterfließen. Das wird dann die Organe im Bauchraum versorgen und Unterextremität und die Nieren.
Und das zeigt sich auch da drinnen, das obere Körperhälfte des Babys, das ist etwas größer relativ als untere Körperhälfte. Wie das nach unten fließt, dann das wird zu Arteria iliaca interna teilweise fließen und ein Ast von Arteria iliaca interna ist die Arteria umbilicalis, was wieder das Blut zu Plazenta hinbringt. Nun, was passiert nach der Geburt? Nach der Geburt, das Baby wird die erste Atmungsbewegungen machen, das kommt auch mit einem Schreien zusammen und damit werden die Lungen aufgepumpt sein. Wenn die Lungen aufgepumpt sind, Widerstand der Lungen wird kleiner sein. Wenn Widerstand der Lungen kleiner ist, dann Blut durch Truncus pulmonaris kann zu den Lungen hinfließen. Wenn das zu den Lungen hinfließt, wird auch zurückfließen durch die Vene pulmonalis zu linken Vorhof. Und jetzt schon oxygenisiert, das ist schon sauerstoffreiches Blut. In diesem Fall hier durch den im fetalen Kreislauf durch den Vene pulmonalis ist kaum etwas Blut gekommen. So, jetzt schon Druck im linken Vorhof ist größer. Dieser linke Vorhofdruck wird diese dünnere Septum gegen diese dickere muskuläre Septum secundum drücken und lässt sich nicht öffnen. So, das Foramen ovale schließt sich. Und von hier an zwei separierte Kreislaufe funktionieren. Einmal durch Vene pulmonalis kommt das sauerstoffreiche Blut zu linken Vorhof zurück, linke Kammer, Aorta. Und von der anderen Seite Vena cava inferior, Vena cava superior, rechter Vorhof, rechte Kammer und Lungenkreislauf. Und das kommt wieder zu linken Vorhof zurück. Der Ductus botali schließt sich sofort nach der Geburt, aber das ist zuerst nur ein funktioneller Schluss. So, das ist noch nicht anatomisch geschlossen und das wird nur nach einer Woche folgen. Foramen ovale ist durch Druck geschlossen und der Ductus venosus aranci schließt sich aus, auch weil durch Vena umbilicalis fließt schon kein Blut. Nun, was sind die Schöns? Die Schöns sind, nennen wir die Verbindungen, direkte Verbindungen zwischen linke und rechte Seite des Herzens oder kleiner und großer Kreislauf oder Arterien und Venen. So, das können wir in mehreren Fällen benutzen. So, einmal, da war ein Schönt in der Plazenta, Arteria umbilicalis und Vena umbilicalis. Die sind miteinander verbunden, natürlich durch den Kapillaren. Aber die werden geschlossen sein nach der Geburt, so Plazenta ist abgetrennt. So, wir hatten den Ductus venosus, wie ich schon gesagt habe. Das wird innerhalb von 3 Stunden nach der Geburt geschlossen sein, weil im Vortader wird Druck erhöht sein und dadurch wird die Leber verstärkt durchgeströmt sein. Das Foramen ovale schließt sich durch die Lungenzirkulation, weil Druck im linken Vorhof wird erhöht sein. Und der Ductus arteriosus durch diese Umstellung der Zirkulation wird zu einem links-rechts-schön sein. Aber das schließt sich auch, weil direkt nach der Geburt in der Aorta Druck wird größer sein als im Truncus pulmonaris. Aber das wird durch Hormone geschlossen sein, Prostaglandin E, und wird senken und Prostaglandin F wird erhöht sein und damit der Ductus arterius wird geschlossen sein. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist erst nur ein funktioneller Schluss in den ersten Tagen und anatomischer Verschluss erfolgt nur nach einer Woche. Was Sie in Anatomie gelernt haben vom vorderen Bauchwand, das müssen Sie auch hier wissen und wiederholen können. Meine Erfahrung ist, dass das nehmen Sie nicht ganz ernst in diesem Semester. So, das bitte wiederholen Sie. Was war die Bauchwandstruktur mit den 3 flachen Muskeln, Musculus rectus abdominis, rectus scheide, linea arcuata hier. Und an der inneren Seite haben wir diese plica umbilicalis mediana, medialis und lateralis. Die plica umbilicalis mediana, das ist vom Allantois, was jetzt schon wir Urachus nennen, hervorgerufen. Das zieht von Spitze von ursprünglicher Kloaka, jetzt schon
Harnblase zu Nabelring hier, Überbleibsel vom Allantois. Die plica umbilicalis medialis, das ist Überbleibsel von Arteria umbilicalis. Jetzt, das ist im Erwachsenenleben, das ist nur ein bindegewebiger Strang. Und diese Lateralis, das ist die Arteria epigastrica inferior, und das geht auch nicht zu Nabelring hier. So die embryologische Überbleibsel sind, die laufen höher und beenden hier oben beim Nabelring. Und noch eine vierte Falte zieht zu Nabelring hier hin, das wird das Ligamentum teres hepatis sein. Das ist auch hier oben an der inneren Seite von Bauchwand sichtbar. Wenn wir sezieren, häufig werden wir das durchschneiden, so wenn Sie im Seziersaal sind und Überbleibseln von vorderen Bauchwand sehen, dann das sollen Sie bitte ein bisschen rekonstruieren und anschauen, wie diese Falte gelaufen war. Diese Falte, das Ligamentum teres hepatis, das wird das verursachen, das Nabelbereich, der ein bisschen zieht sich ein mit Wachsen, so bei einem Kleinkind, das stülpt sich ein bisschen aus, manchmal auch besser. Das ist schon, kann schon vielleicht eine kleine Hernie sein. Manchmal muss man das operieren, aber meist das schließt sich von sich selbst ab. Und warum senkt dann dieser Nabelbereich, Nabelloch rein? Das ist dann das Ligamentum teres hepatis, was nicht genauso schnell wächst wie der gesamte Körper. Und dann wird etwas kürzer sein und zieht dieser Bereich ein. Nun, was kann schiefgehen hier mit diesen Vorgängen? So physiologisch wird der Widerstand der Lungenarterien nach der Geburt auf 10% reduziert sein. Wenn nicht, was passiert manchmal, dann das heißen wir persistente pulmonale Hypertension und dann wird auch die fetale Zirkulation überbleiben. So an der Ebene vom Vorhöfe wird noch immer das Blut gemischt sein. Risiko dafür ist Meconium-Aspiration. Meconium, das ist Babyspeck, was von abgefallenen Epithelzellen und was das Baby schluckt, entsteht. Und das ist so, so eine grüne, flüssige Sekret vom Darm. Und das muss nach der Geburt ausgeleert sein, so nach der Geburt. Fäzes vom Baby, das sieht nicht noch so aus wie nach dem Saugen, das ist so gelb, orangengelb dann, also das ist so dunkelgrün. Aber wenn das Baby in Uterus unter Stress ist, dann wird Meconium zu Fruchtwasser einleeren und das wird auch eingeatmet sein. Und das heißt, das wird man, das ist dann Meconium-Aspiration genannt. Das ist eine schlechte Situation. Kann Sepsis im Hintergrund stehen oder einfach Frühgeburt. In diesen Fällen, der Ductus Botali bleibt offen und das führt dann zu Hypoxie. Warum? Weil das Blut wird teilweise nicht zur Lunge hinfließen nach der Geburt, sondern wird direkt zu deszendierender Aorta weiterfließen. Nun, das andere Problem kann sein, dass in den Lungen ist etwa 20-30 Milliliter pro Kilogramm Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit wird bei der Geburt unter dem Druck im Geburtskanal in die Lymph- und Blutzirkulation aufgenommen. So, das ist gar nicht schlecht, wenn das Baby durch die Scheide geboren ist, weil dieser Stress, dieser Druck, die Bakterien, die in der Scheide sind, die sind alle benötigt für das Kind, gesund zu bleiben. So, Kindern, manchmal muss man Kaiserschnitt machen, das ist schon klar, aber die Kinder, die mit Kaiserschnitt geboren sind, können andere Probleme haben, weil sie nicht die optimale Bakterien von der Scheide bekommen und sie haben nicht diesen Stress, was mit Scheidengeburt normal passiert, fehlt auch dieser Druck. So, Risiko für diese Wettlang, nasse Lunge Krankheit, und das kann auch von RDS gefolgt sein, Kaiserschnitt, oder das kann auch sein, dass die Mutter hat zu viel Infusion bekommen oder hat ein Ödem oder Toxämie. Also das ist auch, das kann auch, die können auch im Hintergrund stehen. Ein anderes Problem ist, dass in Frühgeborenen kann sich der Ductus Botali wieder eröffnen. So, die Frühgeborenen sind noch nicht dafür fertig, dass sie geboren sind. Dieser hormonelle Hintergrund, das ist auch unterschiedlich. Und dadurch, diese Prostaglandine, wenn sie nicht
in der guten Konzentrationen wirken, die erlauben, den Ductus Botali wieder zu öffnen. Ich habe schon gesagt, dass in den ersten zwei Tagen der Ductus Botali schließt sich nur funktionell. Später baut sich nur die Wand um und das wird dann der anatomische Schluss sein. Und Gleichgewicht von diesen Prostaglandinen ist wichtig. PGE, Prostaglandin E öffnet, Prostaglandin F schließt. So normal, so man muss ein Prostaglandin F Übermenge haben, um den Ductus Glottali geschlossen zu halten. Das kann, man kann auch in Therapie benutzen, Hemmung von Prostaglandin E-Synthese. Das kann mit Indomethacinum hervorgerufen sein und dadurch wird der Ductus Botali geschlossen sein. Oder manchmal, das ist wichtig, dass der Ductus Botali funktioniert. Das sind die sogenannten duktusabhängenden Vizien. Darüber haben wir früher schon mit Herzfehlbildungen gesprochen. So, wenn da keine andere Möglichkeit ist, zu deszendierender Aorta Blut zu bekommen, nur durch Ductus Botali, dann muss dieser Ductus Botali eröffnet halten. Und dafür wird dann Prostaglandin E benutzt sein. Nun, Nabelgefäße, die sind noch für eine kurze Weile nach der Geburt in diesem Narbenstumpfdetektor so sichtbar und man kann die auch für Infusionen oder Transfusion benutzen. Die Arteria umbilicalis, das ist durchgängig ein paar Stunden nach der Geburt, das man kann hier kannulieren. Und dann wird dieser Katheter zu Arteria umbilicalis, Arteria iliaca interna, iliaca communis reingeführt sein können. Die Vena umbilicalis, das ist länger durchgängig. Und wenn das kannuliert wird, dann durch diese Vena umbilicalis wird dieser Katheter direkt zu Ductus venosus aranci einrutschen, dadurch zu Vena cava inferior und zu rechten Vorhof. Das ist eigentlich so ein zentraler Vena-Katheter. Das wird dafür für Behandlungen auch gebraucht sein, so wenn das Baby Infusionen braucht oder parenterale Ernährung braucht, dann das wird benutzt sein. Oder man kann auch für Austauschtransfusion benutzen. Manchmal, da ist so ein Problem mit den Neugeborenen, dass sie haben zu viel abgebrochene rote Blutkörperchen, das führt zu Gelbsucht und diese Gelbsucht in den ersten paar Tagen nach der Geburt, das kann noch Gehirn schädigen, weil Gehirnblutschranke, das ist noch nicht völlig ausgebildet. Mit jedem Tag, das wird etwas besser sein, aber in den ersten Tagen, das ist richtig gefährlich, weil das Baby Gelbsucht hat und das führt dann zu sogenannten Kernikterus, weil die tiefe Kerne des Gehirns, sie können von diesem höheren Bilirubinspiegel geschädigt sein. So, dann, man muss ein Austauschtransfusion machen und dadurch ein Teil des Patientenblutes, das wird durch Spenderblut ersetzt sein. Aber nicht so, dass natürlich das Blut wird vom Baby drainiert sein und das neue Blut wird eingeführt sein, sondern so mit ein paar Milliliter neues Blut eingespritzt und ein paar Milliliter Eigenblut des Baby drainiert. Und das geht so ziemlich langsam, bis dann Blutspiegel von Bilirubin dann niedriger sein wird. Noch ein Unterschied zwischen fetale und extrauterine Zirkulation ist das, dass in Fetalblut, da ist fetales Hämoglobin und nach der Geburt, das wird komplett ausgetauscht zu Erwachsenentyp von Hämoglobin. Ich könnte auch so sagen, das Außenwelt-Hämoglobin, weil das ist dasselbe dann auch in Neugeborenen und auch in Erwachsenen. Aber das ist dafür geeignet, wenn wir schon mit der Lunge Sauerstoffaustausch machen. Das fetale Hämoglobin, das hat eine höhere Sauerstoffaffinität, was ist sehr günstig bei der Plazenta, weil es kann an eine niedrigere partielle Sauerstoffdruck mehr Sauerstoff binden. So, das zeigt diese Kurve. Aber das bedeutet auch das, dass wir in den Geweben nicht so leicht abgeben können. So nach der Geburt, dann
diese Sauerstoffsättigung, diese Kurve, das wird nach rechts geschoben sein. So, das bedeutet, dass diese Sauerstoffsättigung, das soll etwa 95% sein. Jetzt mit Covid, das wissen Sie auch, dass das unter 93%, das ist schon richtig schlecht bei Erwachsenen. Die Situation würde auch mit Kindern so sein. So, diese Sauerstoffsättigung, das muss etwa 95% sein oder etwas mehr. Nicht 60 bis 80% wie im Fötus. So, dieser Austausch von Hämoglobin, das fängt schon an vor der Geburt und wird noch weitergehen nach der Geburt. Und wie diese Dynamik von Abbau von fetalen roten Blutkörperchen läuft, davon hängt das ab, ob das Baby wird so einen physiologischen Ikterus haben oder nicht. Manche Babys haben, andere Babys haben nicht. Noch dazu, Hämatokrit im Fötus, im Fötalleben, das ist 55%, das muss auch zu 45% gesenkt sein, damit auch Hämoglobin wird weniger. So, nicht nur dieser Austausch wird ein Blutzellenabbau verursachen, sondern auch diese Zahlen, das Hämatokrit muss niedriger sein im extrauterinen Leben. Nun, wenn ein Frühgeborener ist, dann das bedeutet, das ist noch nicht vorbereitet für diese Umstellung. So beginnt noch nicht dieser Austausch von fetalen Hämoglobin zu Erwachsenentyp Hämoglobin. Und das führt auch häufiger zu diesem Problem, dass sie die Ikterus haben. Plus, wenn da eine Infektion mitkommt oder Meconium-Aspiration wieder, die sind alle Faktoren, die die Situation komplizierter machen. Und das ist häufiger, dass diese Babys dann Ikterus haben. Nun, jetzt folgt diese kurze Zusammenfassung von Herzentwicklung. Und hier möchte ich, dass Sie das beachten, dass, wie ich die Tage der Entwicklung markiert habe. So, am Ende der dritten Woche, wie Sie sehen, noch bevor der Abfaltung, und die Blutinseln werden sich bilden und langsam auch die dorsale Aorta. Und wie die Abfaltung passiert, damit parallel entsteht auch Herzschlauch, die dorsale Aorta sind hier, und mit der Abfaltung dieser Herzschlauch, die beiden parallelen Herzschläuche, die werden nebeneinander wandern und miteinander verschmelzen. Wir sind am Anfang der vierten Woche. So, am Anfang der vierten Woche beginnt Herzschlauch Blut herumzupumpen. Ja, hier, das zeigt hier diese Abfaltung. Hier, dieser Anteil wird hier dann Herzschlauch bilden, wie die nebeneinander liegen und die miteinander verschmelzen. Diese Teile, die sind hier die Aortensackhörner. Und die Venen, die werden durch Sinus venosus später diesen Teil finden und die Zirkulation schließen. Blutfluss geht von Richtung Sinus venosus in Richtung Aortensack. Ja, so, wir haben den Sinus venosus, gemeinsame Vorhöfe, gemeinsame Ventrikel, Bulbus cortis und die Aortensackhörner oder Aortenabgänge. Dann werden die Schlundbogenarterien sich bilden, ein nach dem anderen, in die andere Richtung, von oben nach unten, und die werden auch schön verschwinden. Und wie dieser Herzschlauch beugt, ja, diese Herzschleife bildet sich, und mit der Herzschleife können wir da sehen, dass das Blut fließt immer von hinten ein, wird durch den atrioventrikularen Öffnungen an diese Ebene zu Ventrikel hinwiesen, und hier vorne, das wird durch den großen Arterien, durch den Taschenklappen wieder ausfließen. Bildung der Herzschleife, das ist an der vierten Woche, so bis zu Ende der vierten Woche, Herzschleife wird gebildet sein. Dieser Schlitz hier zwischen venöse und arterielle Seite des Herzens, das ist der Sinus transversus pericardii.
später diese Öffnungen, weil hier sind die arterielle Öffnungen, hier sind die venöse oder atrioventrikulare Öffnungen, die werden zusammengefasst sein mit dem Annulus fibrosus pericardi. Das ist wichtig auch dafür, wie die Reize vom Vorhof zur Kammer übergeleitet sind. Nun, wir sind am Anfang der fünften Woche und wir sind am Ende der fünften Woche. Also eigentlich an der fünften Woche bildet sich das Septum primum erst mit Foramen primum und dann mit Foramen secundum. Hier Foramen primum schließt, aber kann nur dann schließen, wenn diese arterioventrikulare Öffnung gut sich entwickeln lässt. So diese Endokardkissen von hinten und etwas auch nach vorne sind wichtig, die beide wie miteinander verschmelzen, dass wir das erlauben, dass das Foramen primum komplett hier aufwächst und diese Öffnung, das Foramen primum, sich schließen lässt. An der rechten Seite von Septum primum wird das Septum secundum, ein muskuläres Septum, runterwachsen an den letzten Tagen der fünften Woche und das wird das Foramen ovale freilassen. Dadurch, dass die zwei Blätter werden nebeneinander wie eine Klappe funktionieren, Druck, was hier größer ist, an der rechten Seite wird dieses dünnere membranöse Septum wegschieben, wegdrücken können und lässt das Blut durchfließen zu linken Vorhof. Und wenn nach der Geburt durch die Vene pulmonaris wird das Blut zu linken Vorhof ankommen, dann dieser größere Druck, erhöhte Druck im linken Vorhof, kann dieses muskuläre Septum schon nicht wegschieben. So funktionell ist das Foramen sofort mit den ersten Atmungsbewegungen geschlossen. Also hier sind wir am Ende der fünften Woche und das wird hier noch diese Sinus venosus Einmündung, das wird hier noch mit Vergrößerung vom rechten Vorhof weiterentwickelt sein. Dadurch entsteht das Sinus venarum cavarum hier hinten. Wir haben eine Crista terminalis und von dieser rechten Seite von Sinus Einmündung entsteht dann Klappe von inferior vena cava und von Sinus coronarius und von dieser linke venöse Klappe entsteht hintere Grenze von Foramen, erst Foramen ovale, dann später Fossa ovalis. Und hier sehen Sie auch, dass die atrioventrikulare Öffnung ist auch unterteilt und wir haben hier die Tricuspidal- und Bicuspidal-Klappen entwickelt. Nun, manchmal, die zwei Blätter von Foramen, von Septum, so Septum primum und Septum secundum, die werden nicht anatomisch miteinander zusammenwachsen. Zum größten Teil, die werden miteinander so vereinigt sein, dass im Erwachsenenleben wir können schon nichts zwischen den zwei Vorhöfen durchführen und wir finden kein Loch. Aber manchmal, dass wir die zwei Blätter sind miteinander nicht zusammenwachsen, das heißt persistierendes oder patent foramen ovale. Das ist nicht so selten, weil es sind unterschiedliche Daten in den Büchern, manchmal mit 5% gesagt, manchmal wird doch 25% gesagt, so sagen wir zwischen 10-20% der Bevölkerung. Die zwei Blätter wachsen nicht miteinander anatomisch zusammen. Was kann dann passieren? Dass bei Druckveränderungen in den Vorhöfen kann dieses Loch wieder eröffnet sein. Wann passiert sowas? So zum Beispiel, wenn wir Bauchpresse machen oder husten, dann vor einer kurzen Weile, kann Blutdruck im rechten Vorhof größer sein als im linken Vorhof. Und dann kann ein bisschen Blut von einer Seite zur anderen Seite durchfließen. Meist, das macht keine Probleme. So ein wenig Mischung, das macht richtig keine Probleme. Das Problem kommt dann, wenn da ist ein Thrombus in der großen Zirkulation, sagen wir, da ist ein Thrombus in der Arteria femoralis.
Und von der Arterie auf, oder irgendwo, das kann auch in kleinen Becken sein, zum Beispiel die Plexen neben von der Prostata, die kleinen Becken, Venöse Plexen neben der Prostata oder den weiblichen Genitalien, die haben relativ häufig solche Probleme. Von dort können Mikroembolien freilaufen. Ein Thrombus, das bildet sich in situ, im Gefäß, und wenn das wird frei weiterfließen mit Blutstrom, das ist schon ein Embolus. Und diese Blutgerinnselstücke, die können hier zu rechten Vorhof einfließen. Und die sind hier im rechten Vorhof, und wenn so eine Druckveränderung kommt, was ich schon gesagt habe, dann kann das passieren, dass so ein Blutgerinnselstück mit diesem erhöhten Druck von rechten Vorhof zu linken Vorhof durchfließt. Und das kann ein Problem machen, wieder in der großen Zirkulation. Diese kleinen Stücke von Blutgerinnseln, wenn die durch Aorta rausfließen, die werden sofort zu den großen Arterien, vom Aortenbogen reinfließen. Machen keine Probleme im oberen Extremität. Sie wissen schon, dass dort haben wir eine sehr gute kollaterale Zirkulation. Aber wenn die zu Arteria carotis interna hinfließen, dann können sie schon Probleme machen. Und dann kann das schon passieren, dass im Gehirn damit eine Embolie, ein Stroke entsteht. Und das ist schon ein Problem. Manchmal, und das heißt dann paradoxe Embolie. Warum heißt das paradoxe Embolie? Weil normalerweise Thrombi, die von großer Zirkulation kommen, die machen Probleme in der kleinen Zirkulation, die werden Lungenembolisation verursachen. Aber in diesem Fall, das ist paradox, weil Thrombus kommt von der großen Zirkulation und wird auch zur großen Zirkulation wieder rausfließen und dort ein Gefäß schließen. Ein anderes Symptom kann sein, dass diese Patienten auch Migräne haben, die so ein Problem haben. So, wenn das ein Problem macht, dann muss man es anatomisch auch schließen. Ja, so die Vorhof-Septum-Defekte, die sind, wir haben Atrial Septum Defect Type 2, so Sekundum-Typ Vorhof-Septum-Defekt, dann diese Öffnung, das ist größer und es wird nicht das Foramen-Sekundum am Septum Primum bedecken. Das ist möglich, da ist die Möglichkeit, diese richtigen Löcher dann mit einem Herzkatheter oder chirurgisch schließen. Meist die Symptome kommen nur erst im Jugendlichen oder später, im späteren Lebensalter, weil in Kleinkindern, die machen nicht so häufig Probleme. Die sind zum größten Teil heute geschlossen, wenn die diagnostiziert sind und wenn die auch Probleme machen den Patienten. Ja. Und eine Möglichkeit ist, das zu schließen mit solchen kleinen Schirmchen durch Herzkatheter. So wird so ein Katheter durchgeführt sein und dann dieses Schirmchen ist geöffnet, wird dann wieder zurückgezogen und mit einem Ring hier fixiert und das abgeschnitten und das Loch ist damit geschlossen. Und Ostium Primum Defekt, das ist vielleicht nicht so häufig wie Ostium Secundum Typ Fehlbildung. Und in diesem Fall, das Problem liegt darin, dass diese Endokardkissen beim atrioventrikulare Öffnung wird nicht gut entwickelt sein und dann kann das Septum hier nicht schließen. Dieses Problem, das ist häufig in Down-Syndrom-Patienten. Hier werden die zwei Öffnungen sein, so rechte und linke atrioventrikulare Öffnung und normalerweise, die sind von diesen vordere und hintere Endokardkissen hier geschlossen und wenn diese Endokardkissen nicht gut entwickeln sich, dann kann so ein Septum Primum-Typ Problem mitkommen oder auch ein ventrikulärer Septum-Defekt in membranösen Anteil, weil wir wissen, dass diese hintere Endokardkissen, das wird auch ein Stückchen im membranösen Septum zwischen den zwei Ventrikeln geben. Hier
Das ist hier gezeigt und das kann hier auch chirurgisch mit einem Fleck, mit einem Patch geschlossen sein. Ja, diese zwei Endokardkissen müssen hier zusammenwachsen. Die werden hier zusammenwachsen und extra kleine Endokardkissen, ja, an der rechten Seite zwei, an der linken Seite ein, werden noch entwickelt sein und dadurch entsteht dann die Bikuspidalklappe und die Trikuspidalklappe. Und ich habe gesagt, dass mit Down-Syndrom diese AV-Kanal-Fehlbildungen, die können auch mitfolgen. Dadurch entsteht Septum-Primum-Defekt und kann auch ein Ventricle-Septum-Defekt entstehen im membranösen Nachenteil. Wenn das noch schlimmer ist, können noch Klappenfehler folgen. So, diese spiralförmige Septum, das entwickelt sich an der sechsten Woche. An der sechsten Woche. Bitte vergessen Sie nicht, dass diese spiralförmige Drehung, das ist 270 Grad und das habe ich durchgeleitet, das unterhalb von Aortenbogen. Aorta ist nach vorne und Truncus pulmonalis ist nach hinten. Ein bisschen näher zum Herzen, Aorta ist rechts und Truncus pulmonalis ist links. Und an der Ebene vom Austreten, wo wir die Klappen haben, dort Truncus pulmonalis ist vorne und Aorta ist hinten. Ja, so das ist schon 180 Grad. Und wenn wir auch das Septum membranaceum Anteil nehmen, dann linke Ventrikel ist links und rechte Ventrikel ist rechts. Manchmal diese Ausflussbandprobleme, die haben immer etwas damit zu tun, dass die Position von diesem aortico-pulmonalen Septum oder konotrunkalen Septum, das ist nicht optimal oder Drehung ist nicht optimal. So, die haben immer damit etwas zu tun. Der schlechteste Fall ist Transposition von den großen Gefäßen, wenn Aorta geht vom rechten Kammer aus und Truncus pulmonalis geht vom linken Kammer aus. Natürlich, das ist am schlechtesten in diesem Fall und jetzt ist hier nach der Geburt Ductus Botali wichtig, weil durch Ductus Botali kann das Blut zu Lungen reinfließen und das ist schon im Voraus gewusst, heutzutage mit Ultraschallenuntersuchungen. So, das Baby ist schon so gewartet, dass man weiß, dass das Problem ist. Man kann das Baby durch eröffnete Ductus Botali für kurze Weile noch leben lassen und muss sofort operiert sein. Und das ist diese sogenannte Switch-Operation, dass die zwei Arterien, die sind ausgetauscht und auch die Koronarieneinmündungen sind ausgetauscht und das ist relativ erfolgreich. Diese Babys hatten keine Chancen vor dieser Operation, aber nach dieser Operation, wenn das schon einmal gut abläuft, dann sie haben meist ein gesundes Leben. Isolierte Ventrikel-Septum-Defekte, die sind, hier betone ich das Wort isolierte Ventrikel-Septum-Defekte, die sind sehr häufig, die sind etwa 30% aller angeborenen Herzfehler. Und das kann im muskulären Teil oder im membranösen Teil. Und ein Teil davon, das kann auch spontan sich schließen in den ersten Wochen oder Monaten nach der Geburt. Aber wir müssen das auch betonen, dass bei komplexen Herzfehlbildungen sind auch häufig, vom Syndrom ist auch ein Teil häufig, so ein Ventricle Septum Defekt. So, die sind dann natürlich in diesem Fall nicht isolierte Septum Defekte. Und das ist ein Bild, wo das gezeigt wird, dass wie Herzminutenvolumen, was für Prozent in welche Systemen gerade liegt. Das habe ich nicht deswegen reingelegt, dass diese Zahlen Sie in der Prüfung wiederholen sollen. Aber einmal, das ist schon interessant, durchzusuchen, wie das Blut herumfließt und was für Mengen zu welchen Richtungen gehen. So 100% kommt hier so aus,
Das ist jetzt, das sollen Sie auch beachten, dass hier sind jetzt die Atrien und hier sind die Kammern gezeichnet, weil das war so einfacher zu zeichnen. So durch den Venen fließt das Blut ein und am Ende vom rechten Kammer fließt 66% Blut aus und vom linken Kammer fließt nur 34% vom Blut. Also die zwei geben dann 100% vom Herzminutenvolumen und davon wird hier nur 7% zur Lunge hinfließen. 59% das fließt zu deszendierender Aorta durch Ductus arteriosus und das wird dann eine Menge vom Blut zu deszendierender Aorta hinführen. Teilweise, das wird noch Niere und Därme versorgen und untere Extremität und am Ende 50% wird zu Plazenta hinfließen durch den Arteria umbilicalis und andere 50% natürlich, das ist gerade dann in der Vena umbilicalis. So, das ist interessant, einmal durchzusuchen. Das gibt einen Eindruck, dass wie das abläuft. An unserer Internet-Webseite, wir haben auch Videos. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gefunden haben oder nicht. Das sind von Herzchirurgie, Koronariographie, Herzklappen auch Videos, die sind Geschenke von unseren Kollegen in Herzklinik. Und da ist auch ein Animationsfilm vom Herzentwicklung. Das ist ganz alt, das war in den 60er Jahren gemacht von einem Professor, der hier in unserem Institut arbeitete. Es ist ein bisschen altmodisch, aber gibt ziemlich viel Information. Gibt es auch in deutscher Sprache, so Sie können das anschauen. Vielleicht Sie haben einen Überblick vom Herzentwicklung, wenn Sie schon das wissen, worüber gesprochen wird. Das kann noch Ihnen viel geben. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.